Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Arma 3. Mein Name ist DRN001 und ich werde heute mit euch die Präsentation von Arma 3 weiterzocken. Da wir ja noch keine Kampagne haben, bin ich quasi gezwungen, zuerst die Präsentation zu spielen. Danach werde ich mal wieder einen Blick in den Editor werfen. Aber immer erstmal alles schön nach dem anderen. Deswegen fangen wir jetzt mit der nächsten Klasse an. Ich habe letztes Mal die Infanterieklasse gespielt im ersten Video und werde jetzt mit der Taucherklasse weitermachen. Und ja, ich hoffe, das wird nicht allzu schwer sein. Ich bin mal gespannt, wie die das Taucher-Feature in Arma integriert haben. Sollte eigentlich ziemlich geil werden, ne? Also ich meine, Unterwasserkämpfe stelle ich mir ziemlich gut vor. Und deswegen will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen, sondern tauche einfach mal ein. Aha, Wortspiel. So, hier haben wir wieder unser Briefing. Ich werde mal das Briefing durchlesen. Situation. Wir führen nach der Opferinvasion ein letztes Gefecht im Süden der Insel. Wir müssen unbedingt eine sichere Route für Verstärkung und Nachschub etablieren und das Oberkommando hält dieses Lager für unsere beste Chance. Dieses Lager da. Allerdings haben wir herausgefunden, dass es von mehreren Unterwasserminen geschützt wird. Dazu kommt eine Garnison feindlicher Kräfte sowie See- und Luftunterstützung. Andere Elemente ihres Teams mit dem Rufnamen Omega haben bereits in einem Tal südlich der Bucht Stellung bezogen. Stoßen Sie zu ihnen und erfüllen Sie Ihre Aufgabe. Ja, klingt ja schon mal nicht besonders schwer. Wir lassen uns mal überraschen. Mission. Entschärfen Sie die Unterwasserminen in der Bucht und eliminieren Sie den Helikopter, der entlang der Küste Patrouille fliegt. So, Durchführung. Schwimmen Sie zur Bucht und entschärfen Sie alle drei Minen, die wir dort entdeckt haben. Ein Schnellboot bewacht das Gebiet. Sie können seinen Motor sabotieren, sofern Sie dabei unentdeckt bleiben und das Boot sich nicht in Bewegung setzt. Eliminieren Sie die im Lager stationierte Flugabwehrpatrouille und beschaffen Sie sich einen Raketenwerfer. Nicht beschäftigen, beschaffen. Sie können auch einen Mörserbeschuss anfordern, der vom Echo bereitgestellt wird. Wo sind die denn? Boah, da hinten am Arsch der Welt. Die schießen also von da hinten Mörserbeschuss nach hier vorne, wenn ich den brauche. Greifen Sie den Helikopter an, der entlang der westlichen Küste Patrouille fliegt. Begeben Sie sich zurück zu Ihrem Team und verlassen Sie das Gebiet. Okay, klingt schon mal nicht besonders schwer, aber ich verspreche nicht so viel, wir lassen uns einfach mal überraschen. Also Boot sabotieren, Minen entschärfen, Helikopter abschießen und abhauen. Und die Kräfte da eliminieren, mal gucken, ob ich das wirklich jeden Einzelnen umbringe. Wie ich mich kenne, sterbe ich wieder vorher. So, ich bin echt mal gespannt auf der Unterwasserwelt hier in Arma 3. Statusbericht an der Westküste von Stratis, 6.7.2035, 19 Uhr. Da vorne ist die Bucht, wo ich stationiert bin, dieses blaue Viereck da vorne. So, und da bin ich schon. Da vorne sind meine Teamkameraden. Oh. Alright, here we go. Papa Bear to Omega. Maintain radio silence during the op. Report in once you complete your objectives. Papa Bear out. Gut, also ich muss Funkstille halten, solange bis ich die Operationsziele abgeschlossen habe. Das sind meine Teamkameraden, die mir nachher Rückendeckung geben werden wahrscheinlich, wenn ich zurückkomme. Ich frage mich, warum die mir nicht bei der Eroberung da hinten helfen. Mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. So, ich bin ins Wasser gestiegen und er hat sich sofort seine Tauchermaske angezogen. Hier seinen Stöpsel in den Mund gesteckt. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Seine Atemmaske. Ja, wie auch immer. So, und das ist die Unterwasserwelt von Arma 3. Also ich muss sagen, ne, das sind jetzt die einzigen paar Pflanzen auf diesem gesamten Gebiet, wo ich gerade langfliege. Detailliert ist was anderes, aber ich meine, ist halt nicht das Hauptfeature von Arma, ne? Also ich meine, wir tauchen jetzt schon durch die Gegend hier. Die meisten Kampfoperationen finden immer noch in der Luft und auf Land statt. Deswegen müssen die hier auch nicht alles detailliert zeichnen und modellieren. Ich finde es okay so. Hab schon schlimmere Landschaften gesehen in anderen Spielen.
Aber ich habe immer das Gefühl, als ob der Boden sich verschieben würde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Aber irgendwie rutscht bei mir immer alles so komisch hin und her. Kann aber auch einfach ein Grafikbug sein. Weiß ich nicht genau. Also irgendwie so, als wenn der Boden sich dynamisch verhalten würde. Als ob die Texturen sich dynamisch verschieben können. So, da oben ist die erste Mine. Die gilt es zu entschärfen. I see a mine. Ja. So, jetzt aufpassen, dass ich nicht drankomme, um die zum Detonation zu bringen. Mine deaktivieren. So, das war's schon. Cool. Und da schwimmen die ersten Fische. Ich guck mal, ob ich mit meiner Waffe die Fische töten kann. Ja. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Videospiel Fische töten kann mit einem Gewehr. Soweit ich weiß. Und ich kann auch schnell tauchen. Und irgendwo höre ich ein Geräusch. Ich glaube, das ist der Helikopter, der hier Patrouille fliegt. Hört ihr das auch? Weil ich. Ja, doch, 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 eindeutig. Das ist irgendwie ein unterschwelliges. Da oben fliegt er. Seht ihr ihn? Genau über mir fliegt der Heli. Ja, krass, das sieht ja mal mega geil aus. Mit dem Sonnenuntergang. Sehr, sehr cool. So. Zweite Mine und ein Schiffswrack. Ich würde sagen, ich gucke mir erstmal das Schiffswrack an, bevor ich da zur Mine schwimme. Oh ja, hammergeil. Aber reintauchen werde ich da jetzt nicht. Ich habe Schiss, dass ich da gleich irgendwie festhänge. Das sind immer noch die schlechten Erfahrungen von Arma 2, die mich hier daran hindern, irgendwelche Sachen There's a auszuprobieren. mine here. Weil Arma 2 so verbuggt war, dass man sich da nicht irgendwo festgehangen hat und nicht mehr weggekommen ist. So, Mine 2 deaktiviert. Hier irgendwo muss auch dieses Schiff sein, was wir sabotieren sollen, oder? Ah, da hinten. Oh, schnell runter, bevor die mich sehen und auf mich schießen. Sie fahren nämlich gerade nicht, deswegen werde ich jetzt versuchen, das zu sabotieren. Oh, eine Schildkröte. Nice. Die will auch dahin, wo ich hin will. Und da hinten sehe ich schon das Schiff. Also ich muss sagen, dieses Tauchergedöns gefällt mir echt gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, das in irgendwelche Kampagnen oder in irgendwelche Missionen im Editor einzufügen, dass man Minen deaktivieren muss und Schiffe sabotieren und lauter so Kram und dann verdeckt aus dem Wasser auftauchen in der Nacht und irgendwo Leute killen. Das ist bestimmt mega geil. Ich bin mal gespannt auf die ganzen Missionen, die aus dem Editor folgen werden. Man kann sich ja im Steam Workshop Missionen ohne Ende runterladen. Und da bin ich echt mal gespannt, was alles auf uns zukommen wird. So, dritte Mine. I see a mine. Und die letzte. Das heißt, wir können gleich schon an Land gehen und das feindliche Team da bekämpfen. Oh, es wird gespeichert. Sehr gut. Das heißt, ich habe das Schiff sabotiert, ich habe die Mine deaktiviert. Dann können wir jetzt direkt loslegen. Da vorne müsste die Bucht sein. Wo ich hin muss. Ich tauche mal kurz auf. Ne, ich lasse es sein. Da hinten ist aber noch dieses Boot, was hier rüber guckt. Aber wenn ich meinen Instinkt folge, dann würde ich sagen, dass wir hier in die Richtung. Ja, perfekt, da ist die Bucht. Und ich schwimme mal hier hoch. Oh, ich hoffe, die sehen mich nicht da hinten. Das wäre ziemlich scheiße. Ich laufe besser geduckt. So. Mal gucken, was ich hier alles bekämpfen muss. Da sind schon die ersten Scheinwerfer. Jetzt ganz vorsichtig. Und da kommt der Hubschrauber wieder. Ich werde mich mal hinlegen, damit er mich nicht sehen kann. Oh ja, da kommt jetzt ziemlich dicht drüber geflogen. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Nee, sieht aber gut aus. Tja, ist ein Blindfisch, zum Glück. Da vorne ist das feindliche Lager und da sind auch schon die ersten Soldaten. Da hinten läuft ein Soldat. Gut, ich glaube, ich werde mal meinen Artillerieschlag hier anfordern. Mit 0 komme ich ins Kommunikationsmenü. Dort kann ich auswählen, was ich machen will. Ich kann meinen Einsatzleuten, wenn man Kameraden sagen, dass ich gerade nicht bereit bin zum Feuern und so weiter. Und ich kann hier kommunizieren.
Mache ich jetzt auch direkt mal. Null. Kommunikation, Artilleriebeschuss. Ah, und jetzt müsste ich eigentlich auch schon direkt angeben, wohin er da schießen soll. Deswegen werde ich jetzt mal als erstes da hinten diesen Soldaten auswählen. Kommunikation, Artilleriebeschuss, Mörsergranate, Explosionsbeschuss. Und wir haben vier Stück, vier Granaten zur Verfügung, deswegen werde ich zweimal da hinten hinholzen lassen. Gut. Und die restlichen zwei werde ich hier auf das Auto holzen lassen. Null, Kommunikation, Artilleriebeschuss, Mörser, Explosionsgeschoss, zwei Stück. Auf das Auto. Jetzt muss ich mich schnell ein bisschen verpissen, weil Explosionsgeschosse haben wir im ersten Teil gesehen. Die schlagen irgendwo ein und töten alles in der Umgebung. Deswegen muss ich echt extrem vorsichtig sein hier, dass ich nicht von irgendwelchen Blindgängern getroffen werde. Oh, seht ihr, da hinten schlägt die schon ein. Boom. Okay, die zwei da leben noch. Und die zweiten Granaten sollten jetzt auch irgendwann einschlagen. Deswegen... Okay. Fuck, die Soldaten leben noch und der eine schießt auf mich. Okay, ich versuche ihn jetzt zu killen hier. Oh, 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 ich bin getroffen. Na, ich sehe ihn nicht. Von wo schießt er? Diese scheiß Grashalme überall. Man sieht einfach gar nichts. So, Gras ein bisschen platt getreten. Ich muss mich ernsthaft hinknien. Okay, ich bin getroffen. Selbstbehandlung. Ich habe auch nicht eine beschissene Waffe. Das ist nämlich so eine hochdrucksichere Waffe, damit man auch beim Tauchen schießen kann. Und die scheint echt super bekackt zu schießen. Ich treffe den Typen da nicht. Guck mal, ich halte auf dem Neonpunkt an. Ach, hier finde ich nichts. Ich laufe jetzt schnell da runter zu dem Metallhaus. Ich muss ja nur in das Auto dran, um meine Raketenwerfer zu holen. Alter, das gibt's doch nicht. Ist das ein Bug oder was? Seht ihr das? Der Typ... bewegt sich nicht. Und ich kann ihn nicht töten. Na gut, dann laufe ich einfach mal zum Auto, wenn das nur ein Bug ist. Ah, der Soldat ist festgebuggt. Na, das ist ein tolles Zeichen hier für Arma 3. Ich dachte, das Spiel wäre wenigstens ein bisschen unverbuggter. Ich nehme mal hier die Luftabwehrgeschosse raus. Und, ich höre jemanden laufen. Beeil dich! So, schnell weg hier. Oh, da schießt schon wieder auf mich. Schnell, Beeilung, 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 hoch da. Oh, 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 schnell, 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 schnell. Boah, habt ihr das gesehen? Das nenne ich mal ein geiles Future. Das Geschoss ist am Raketenwerfer abgeprallt. Wie geil ist das denn? Das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Das hätte ich echt nicht gedacht. So, und da jetzt den Heli abschießen. Ich hab's richtig Funken gesehen am Raketenwerfer. Ah, da hinten ist er. 1,5 Kilometer. So, ich habe im Editor schon festgestellt, dass man mit den Raketenwerfern hier entweder freischießen kann, das ist natürlich ein bisschen ungenau, aber wenn man Lenkflugkörper drin hat, Luftabwehrgeschosse nennen die sich, dann kann man mit T... automatisches Zielen einstellen. Und jetzt kann ich mit dem automatischen Zielen, ich warte mal, bis der ein bisschen näher dran ist, damit ich eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit habe, den Helikopter da abschießen. Ich mach's nochmal, ich mach das mal aus.
Wenn ich T ausgeschaltet habe, also das automatische Zielen ausgeschaltet habe, dann schieße ich wie mit einem normalen Raketenwerfer und die Rakete fliegt halbwegs gerade zum Ziel. Ich darf allerdings nicht auf dem Kreuz anhalten, weil das Geschoss dann viel zu tief fliegt, deswegen hält man dann normalerweise da oben zwischen diesen zwei Strichen da an. Jetzt werde ich aber das automatische Zielen verwenden, weil ich ja ansonsten vorhalten müsste. Und so sucht die Rakete sich einfach den direkten Weg zum Ziel. Und ich schieße. Fuck. Ganz toll gelaufen. Das Ding hat Flares gezündet. Scheißdreck. Ich muss nochmal runter, mir neue Munition für das Teil holen. Und es schießt schon auf mich. Ah, fuck. Und dieser eine Soldat hängt immer noch da in dem Bug fest. Zum Glück. Inventar. Schnell eine neue Flugabwehrrakete holen. Na komm, beeil dich. Wie ihr seht, mein Sichtfeld wird schon immer schwächer. Wenn ich Glück habe, überlebe ich das hier. Alter, komm, lauf, 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 lauf. Schneller. Schneller. Oh, fuck. Puh, okay, das wäre geschafft. Ich muss nur diesen verfickten Helikopter runterholen. Da kommt er wieder. Ich muss also warten, bis er näher dran ist. Ich hoffe, der hat nur einmal Flares. Ansonsten muss ich nochmal da runterlaufen, das überlebe ich auf keinen Fall. Er ist noch zu weit weg für die automatische Zielerkennung. Aber jetzt langsam. Ja. Aber ich stelle es erstmal ab, das ist total nervig, das Geräusch. Na komm, komm näher. Ich muss auf das Boot da aufpassen, dass das Boot mich nicht abschießt. Okay, das wäre geschafft. Another job well done. Oh, ich hänge in einem Bug fest. Scheiße, ich muss hier raus. Alter, was ist da los? Spiel wird gespeichert. Wunderbar. Wir haben einen neuen Speicherpunkt und ich hänge hier gerade in irgendeinem Felsen drin. Seht ihr das? Ich komme hier nicht mehr raus. Och, scheiße. Speicherpunkt in einem... Oh, Glück gehabt. Puh. Ich dachte schon, ich hätte gespeichert in einem Felsenbug drin. Das wäre ja sowas von abgefuckt gewesen. Wieder mal richtig gute Arbeit. So, ich muss jetzt auf die andere Seite von der Bucht. Ich werde einfach darüber tauchen. Ich glaube, die Mission ist jetzt hiermit abgeschlossen, soweit ich weiß. Hoffentlich. Eigentlich sollte ich die Soldaten in dem Camp dann auch eliminieren, aber ihr seht, wie verbuggt die sind. Der eine hängt da am Felsen fest, am Auto und stirbt einfach nicht. Deswegen werde ich jetzt ganz einfach ins Meer zurückgehen und eine Runde tauchen. Jetzt schmeiße ich mal den Raketenwerfer dafür weg. So. Da liegt er. Und werde mich einfach so ins Wasser begeben. Ich hoffe, man kann jetzt noch tauchen, wenn man verletzt ist. Hoffe ich doch sehr stark. So. Ich klicke mal kurz auf Map. Da müsste ja eigentlich... Na genau, ich muss mich zu meinen Teamkameraden begeben. Ich habe meinen Tauchanzug an. Und er schwimmt aber nicht los. Warum nicht? Ich hänge schon wieder in so einem Steinbug fest, oder was? Oh, ich glaube, ich muss nochmal laden von da oben. Zum Glück ist da oben ein Speicherpunkt gewesen. Ich kann mich nämlich hier nicht mehr bewegen. Also ihr seht, Arma 3 hat ein geiles Spielprinzip, aber es ist immer noch genauso verbuggt wie Arma 2. Es gibt lauter Bugs, die mich einfach nur ultra hart abfacken. Warum zum Teufel hänge ich jetzt hier in einem Stein drin und kann mich nicht mehr bewegen? Ich mach mal den Autosave da oben. Hilft ja nichts. Also wenn ich mich mehr bewegen kann, dann
Es kommt auch keine Meldung. Wenn das jetzt irgendwie davon kommen würde, dass ich Blut verloren habe und deswegen nicht mehr schwimmen kann, ist dann eine Simulation, kann ja sein. Aber dass ich einfach in der Stelle festhänge und mich nicht mehr bewegen kann, das ist total lächerlich. So, jetzt hänge ich hier oben in dem Felsen drin. Aber ich habe es jetzt direkt rausgeschafft, zum Glück. Ich packe den Raketenwerfer mal weg. Na, ich muss ihn da reinziehen, um ihn ab... Ja. Na gut. Und ich muss da hinten runtergehen, weil es da vorne nicht geht. Ich habe schon eine Menge Blut verloren, wie es aussieht. Aber zum Glück habe ich die Mission gleich geschafft. Ich werde jetzt nicht nochmal durch die gleiche Stelle schwimmen. Das könnt ihr vergessen. Okay, es lag an diesem Stein. Ich kann eindeutig noch tauchen. Was war das denn für ein Geräusch? Hat sich angehört, als ob dieses Motorboot da fahren würde, aber ich habe ja eindeutig den Motor sabotiert. Oder es hat mich gesehen und versucht, es zu mir zu fahren und es kann nicht zu mir, weil ich den Motor sabotiert habe. Kann natürlich auch sein. Ja komm, ich habe so wenig geschossen in diesem Spiel. Siehst du, den Fisch kann ich töten mit einem gezielten Schuss, aber diesen Fritzen da draußen an seinem Auto, also unglaublich, oder? Ich meine, das hier ist eine Präsentation von diesem Spiel, wo man zeigen soll, wie gut das Spiel ist. Und dann backt sich als allererstes mal irgendein scheiß KI-Gegner in seinem Auto fest. Vielleicht bin ich einfach nur zu kritisch, aber das fuckt mich echt ultra hart ab. Das sind so Kleinigkeiten, die eindeutig besser sein müssten. Naja. Ich habe sowieso das Gefühl, dass das Spiel zu früh auf den Markt gehauen worden ist. Ob wegen der Gamescom oder aus sonst irgendwelchen Gründen, kann ich nicht sagen. Aber ich finde es schade, dass... Nicht mal die Mission. Ja, guckt euch das mal an. Das nenne ich auch mal fließender Übergang von der Textur. Oh, ich glaube, ich muss noch weiter tauchen. Ich glaube, ich weiß, woran das eben gelegen hat, dass ich mich mehr bewegen konnte. Und zwar muss man anscheinend einen Übergang haben zwischen Tauchen und Gehen. Und da der Stein unter mir war, konnte ich weder weitergehen noch weiter tauchen. Das ist hoffentlich nicht an vielen Stellen im Wasser, ansonsten muss man sich jedes Mal wieder neu einloggen, um irgendwie weiterschwimmen zu können. Da stelle ich mir echt ziemlich beschissen vor. Oh, und da ist ein Hai. Seht ihr das? Ein ganz kleiner Hai. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Tigerhai oder Katzenhai oder so. Gibt's doch auch. Das sind doch die kleinsten, glaube ich. Trashig. So. Nach 140 Metern, dann habe ich die Mission abgeschlossen, hoffentlich. Es war jetzt nicht so schwer. Hält sich in Grenzen. Oh! Was zur Hölle? Ist da der Heli abgestürzt? Ich dachte, ich muss mich mit meinen Männern treffen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das die Heli-Abschutzstelle ist. Lol. Ja, okay, krass. Ist das jetzt vorprogrammiert oder wäre der einfach überall abgestürzt? Weil der fliegt jetzt stellenweise übers Meer. Was hätte ich denn gemacht, wenn er im Meer abgestürzt wäre? Papa Bear Omega hier, objective complete, ready to RTB, over. Acknowledged, Omega. Fine work out there. Lol, nein. Ist der ernsthaft da abgestürzt, wo die stehen? Ich glaube, ich muss die Mission nochmal irgendwann spielen und gucken, ob der jedes Mal da abstürzt. Aber das wäre mega lustig, wenn der tatsächlich jetzt einfach so da abgestürzt ist, wo meine Leute stehen. Wie nice. Okay. Nachbesprechung. Der Feind kontrolliert nicht länger die Bucht. Dadurch kann uns der dringend benötigte Nachschub endlich erreichen. Ja. Minen entschärfen. Mine 1 entschärft. Mine 2 entschärft. Mine 3 entschärft. Luftpatrouille eliminiert. Beschaffe die Flugabwehrraketenwerfer. Wie heißt das? Flugabwehrraketenwerfer. Ja, Tatsache. Den Helikopter abschießen. Das Boot sabotieren. Exfiltration. Okay, Statistik. Ihre Abschlüsse, Zivilisten? Keine. Was ist denn Goldstrime? Ach so, das sind die Tiere, die ich abgeschossen habe. Thunfisch und Goldstrime. Okay, ich habe keinen Soldaten erschossen. Ist ja auch ein bisschen...
Ja, eigentlich hätten ja die beiden Piloten oder der eine Pilot aus dem Helikopter dazu zählen müssen. Naja, das war's zur Taucherklasse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, insofern, als dass ich die Mission abschließen konnte, ohne in irgendeinem Bug zu sterben. Das stört mich wirklich an diesem Spiel, dass die Bugs teilweise so schwerwiegend sind. Also das mag jetzt alles noch so Kleinigkeiten, noch nicht gefixte Bugs sein, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann gefixt werden, aber diese Grafikbugs, die man in Arma immer hat, und diese Steinbugs, die Steinbugs sind wirklich das Schlimmste. Also das ist ja ein Objekt, wo man eigentlich, das ist eine feste Struktur, wo man drauf laufen kann, beziehungsweise wo man gegenlaufen kann. Dass man sich dann trotzdem darin festglitschen kann, ist schon eine reife Leistung für ein Spiel mit einer komplett neuen Engine. Also vielleicht bin ich auch echt nur zu kritisch und einfach nur zu verwöhnt von anderen Spielen, aber das gefällt mir so überhaupt nicht. Naja, alles andere hat mir ziemlich gut gefallen. Die KI hat ein bisschen dämlich reagiert, finde ich jetzt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass ich definitiv sterbe, wenn ich da zum Auto runterrenne, aber ich habe es ja überlebt. Mit ziemlich vielen Löchern in der Brust, aber ich habe noch gelebt. Ansonsten finde ich das Feature vom Kampftaucher in einem Simulationsspiel ziemlich geil. Bringt ziemlich viel Realität rein. Vor allem, wenn man eigene Missionen erstellt im Editor, kann man das Feature definitiv nutzen und auch einbauen. Insofern, ja, habe ich ein positives Gefühl im Bauch und freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid bei der Fahrzeugpräsentation. Ja, irgendwann die nächsten Tage. Mal gucken, wenn ich Lust drauf habe. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Und ja, empfehlt mich weiter. Abonniert mich, wenn noch nicht getan. Und freut euch auf weitere Folgen mit Arma 3 und anderen tollen neuen Spielen. Demnächst Battlefield 4 auf meiner Liste. GTA 5 wird auch kommen, sobald die PC-Version verfügbar ist. Und so weiter und so fort. So Leute, dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Hallo.